Ja, Leubi, wie froh bist du denn überhaupt, dass ein weiterer Niederbayer bei euch in der Mannschaft ist mit Tom Köhnhackl? Ja, sehr froh. Wir sprechen die gleiche Sprache. Dann, ja, wir verstehen uns gegenseitig, haben wir gegenseitig jemanden zum Unterhalten. Ich übersetze das mal ganz kurz. Nee, ich bin schon mal dazugekommen, wo ihr euch unterhalten habt. Also da geht es ja richtig. Also Heimat verbunden zu, da versteht ja kein Mensch irgendwas mehr. Ja, ist ähnlich wie mit dem Mannheimer Dialekt, glaube ich. Also wenn der Wolfi loslegt, dann verstehe ich auch kein Wort mehr. Und so ist, glaube ich, ist das Gleiche ist bei uns. Ihr versteht euch auch so super. Ihr habt ja auch zusammen gespielt schon, kommt aus derselben Ecke, du aus Straubing, ihr aus Landshut. Zumindest von außen hat man den Eindruck, dass ihr wirklich fast wie Brüder seid. Ja, wir kennen uns schon sehr lange, sind sehr gute Freunde. Wie gesagt, wir waren ein Jahr in Schweden zusammen, natürlich da fast Tag und Nacht aufeinander gesessen. Und ja, ist eigentlich schon ziemlich lange so und desto mehr freut es mich, dass er jetzt bei uns im Team ist. Und auch in derselben Reihe. Ich finde, ihr passt da auch sehr gut zusammen. Ich finde, ihr habt dieselbe Idee vom Spielen, dass man auch sehr, sagen wir mal, erstmal für die Mannschaft spielen muss, erstmal Sicherheit nach hinten und dann erst nach vorne arbeitet. Ja, ich glaube, wir sind uns da tatsächlich sehr ähnlich. Natürlich schauen wir, dass hinten ist natürlich die erste Priorität, dass da alles passt und alles andere nach vorn kommt dann tatsächlich mehr oder weniger von alleine, wenn man hinten sauber hält. Und ja, auch mit Benni, ich glaube, wir passen zu dritt sehr gut zusammen. Jeder bringt da so seinen Teil in die Reihe ein. Klar hätten wir jetzt uns vielleicht auch gewünscht, dass wir uns ein bisschen mehr selber belohnen hätten können, aber ich glaube, solange wir so spielen und hart arbeiten, kommt der Rest dann von alleine. Und ihr helft ja, dass die Mannschaft gewinnt und die Mannschaft gewinnt zurzeit. Was ist da das Rezept momentan in der Gesamtmannschaft? Ja, wir haben vier sehr starke Reihen, sagen wir Special Teams sehr stark, Unterzahl richtig, richtig stark. Ich glaube, man hat es in Köln gesehen, auch in Überzahl haben wir schon getroffen. Und ja, so, glaube ich, sind wir einfach eine Mannschaft. Wir sind sehr schnell, sehr gut zusammengewachsen und ich glaube, man sieht das auch, wie wir am Eis spielen. Der Holzsee hat zuletzt hier beim Interview dann auch seine bayerische Note gegeben, aber auch bei der Musik seine bayerische Note. Wie sieht es jetzt aus beim Warm-up? Müssen wir da bayerische Musik hören oder hören wir ein bisschen was anderes? Tatsächlich glaube ich, bleibt das heute erspart, weil ich habe so eine Playlist und mit der sind wir bis jetzt ungeschlagen. Und solange wir mit der ungeschlagen bleiben, wird es die gleiche Playlist bleiben. Alles klar, da freuen wir uns darauf. Dir ein gutes Spiel und viel Spaß weiter. Dankeschön.